Schiedsrichterin, genau, finde ich gut. Glaubt ihr, dass die das Thema ernster nehmen als die Männer? Weil die das Recht nicht haben und die Männer schon immer. Deswegen würde ich sagen, Frauen nehmen das ernster, würden deswegen auch besser pfeifen. Man hat einfach körperlich andere Voraussetzungen und es war schwierig, auch gegeneinander zu spielen. Das ist einfach, kann man nicht so wirklich vergleichen und ich glaube, das ist eher schwierig für die Frauen dann als Schiedsrichterin im Männersport. Ich bin die Laura, ich komme aus Köln, bin 27 Jahre alt und pfeife seit gut einem Jahr auf Kreisebene und auf Verbandsebene seit dieser Saison. Die Faszination Schiedsrichter ergibt sich bei mir eigentlich aus der Herausforderung. Jedes Spiel ist anders, die Spieler sind immer anders, die Trainer sind anders drauf und sich halt in jedem Spiel neu zu beweisen, ist eigentlich die größte Faszination, die ich darin sehe. Bei den Männern ist es wirklich unterschiedlich. Also es gibt Mannschaften, die sehr gut damit klarkommen, dass eine Frau das Spiel pfeift. Dann gibt es auch kulturell bedingt Mannschaften, die damit überhaupt ein Problem haben. Und da kämpft man eigentlich mit sehr vielen unterschiedlichen Problemen. Als schlimmstes Erlebnis fallen mir direkt zwei Sachen ein. Also jetzt zuletzt bin ich tätlich angegriffen worden in einem Bezirksligaspiel. Da läuft auch noch die Spruchkammerverhandlung, das ist noch nicht zu Ende geurteilt. Das war halt unschön, anschließend noch mit Beleidigung. Also da gibt es halt auch die schlimmen Seiten, die man da miterlebt. Und ja, das erste schlimme Erlebnis war halt auch in einem Kreisliga-A-Spiel, wo ich einen Spieler mit Gelb-Rot vom Feld gestellt habe und er total aggressiv, wutentbrannt auf mich losgestürmt ist und mir die Karte halt auch kaputt gemacht hat. Da gab es halt auch eine Spruchkammer anschließend. Das sind halt Erlebnisse, die muss man langsam verarbeiten. Das braucht einfach Zeit. Also nach einem Spiel muss man erstmal zur Ruhe kommen, auch die einzelnen Szenen, die man da erlebt hat, selber verarbeiten. Auf Verbandsebene ist das halt mit Beobachtung, da hat man oft nach dem Spiel direkt noch ein Gespräch mit dem Beobachter, der dann auch einen Beobachtungsbogen schreibt und das Spiel halt auch bewertet. Deswegen kriegt man auf Verbandsebene halt auch das Feedback schriftlich nach einer Woche gut. Also man lernt aus jedem Spiel. Ich, wenn ich das so sagen darf, bekomme sehr viel Feedback, auch positiv wie teils Kritik, aber das ist dann wirklich so im Rahmen. Das schönste Feedback, was ich bekommen habe, war, soweit ich mich erinnere, nach meinem ersten Kreisliga-A-Spiel. Da kam ein Zuschauer, soweit ich das beurteilen kann, nach dem Spiel auf mich zu und betonte nochmal, wie überzeugend und souverän er das fand und er wusste halt nicht, dass das mein erstes Kreisliga-A-Spiel ist und hat halt betont, dass er wirklich dafür wäre, dass ich so schnell es geht weiter nach oben komme und das hat mir doch sehr viel bedeutet, sage ich mal. Also meine sportlichen Ziele sehe ich mittelfristig in der zweiten Frauen-Bundesliga. Langfristig würde ich gerne FIFA-Schiedsrichterin werden, wie weit das realisierbar ist, wird sich zeigen.